Hallo, du warst doch schon mal hier. Ich freue mich, dass du wieder den Weg zu Hör mal zugefunden hast. Jetzt gute Unterhaltung und danke für dein persönliches Like. Joachim Wichmann und Maxl Graf in Der Landermittler. Reiche Tante, tote Tante. Ist was passiert? Die alte Frau Bates ist tot. Guten Tag, guten Tag. Ja? Und weshalb ist die Polizei hier? Weil es ein Raubmord war. Ist doch... Nein, nicht, nichts anfassen, bis die Beamten fertig sind, bitte. Das ist meine Tante. Das heißt, um genau zu sein, die Tante von meinem Mann. Ja. Sie wohnen auch hier in diesem Haus, ja? Ja, oben. Aha. Wer wohnt denn sonst noch in dem Haus? Wohnt niemand sonst. Nur mein Mann und ich. Aha. Haben Sie keine Kinder? Doch, eine Tochter, aber die ist schon verheiratet in Fürth. Guten Tag, Herr Zapf. Tag, Herr Doktor. Sieht ja furchtbar aus hier. Wo liegt die Frau? Hey. Frau Leit, ich glaube, es ist besser, wir gehen jetzt ein paar Minuten in Ihre Wohnung, ja? Bitte. Herr Kommissar, kann ich jetzt endlich gehen? Ja, wenn Sie mir nur noch sagen würden, wo wir Sie erreichen können. Ewerk Lauenstadt, Nebenstelle 221. Die Lauenstadt 221. Ja, wenn noch was ist, dass wir uns an Sie reden können. Ich danke recht schön inzwischen. Wiedersehen. Wiedersehen. Hey, Spezi. Sag mal, wie ist denn die Spielausgabe? 1-0 für uns. Ja, das ist prima. Und Sie sind? Frau Fischer. Frau Fischer, ich glaube, ich habe Sie vorhin schon gesehen. Ja. Vielleicht kann ich Sie auch einmal verhören. Warum gerade ich? Nein, Sie wissen doch vielleicht was, nicht? Sie sind ja immer da in der Gegend. Bitte schön. Ja, Frau Leicht, wo ist denn Ihr Mann? Na ja, er arbeitet, nicht wahr? Nein, der macht heute mit seiner Klasse eine Wanderung. Mit seiner Klasse? Ach, da ist er Lehrer. Ja, hier an der Volksschule. Aha. Muss überhaupt bald nach Hause kommen. Kann nicht mehr lange dauern. Wie alt war denn die Tante Ihres Mannes? 77. Witwe? Ja, lange schon. Ihr Mann ist gestorben vor mindestens vor 15 Jahren, wenn es nicht schon 20 sind. Mhm. Hatte sie Kinder? Ja, die hat einen Sohn. Ist im Krieg gefallen, ganz am Schluss noch in Ungarn. Und das Haus gehört ihr? Ja. Wer wird das denn nun erben? Mein Mann. Und seine Schwester. Das hat sie, glaube ich, sogar testamentarisch verfügt. Ja, vermutlich ist er erstickt worden mit einem Kissen. Aber Näheres kann ich erst nach der Obduktion sagen. Ja, und wann meinen Sie, dass der Tod eingetreten ist? Herr Holzmüller. Ich meine ja bloß über den Daumen gepeilt. Na, vor 24 Stunden. Etwa. Spätestens im Laufe der letzten Nacht. Gut. Ich fahre jetzt nach Lauenstadt zurück. Der Herr Zapf weiß ja, wo ich zu finden bin. Ist klar, Wiedersehen. Ja, Sie sind ja noch da. Stört Sie das? Na, das stört mich gar nicht. Haben Sie die Ermordete gekannt? Ja, natürlich. Ja, na, tritt es doch ein, was ich Ihnen versprochen habe. Was? Wir machen ein Verhör. Kommen Sie. Tut mir leid, aber ich habe wirklich nichts gehört. Ja, aber hören Sie, wenn da drüben einer ein Fenster einschlägt und dann in das Haus reinsteigt. Wie hätte ich was merken sollen? Wir haben den ganzen Abend ferngesehen. Die alte Frau hatte ein gutes Auskommen. Finanzielle Sorgen hat die nicht gekannt. Wovon hat sie denn gelebt? Von der Rente? Nein, von ihren Mietseinnahmen und von Zinsen. Von was für Zinsen? Ja, die hatte früher am Marktplatz ein Schuhgeschäft. Und nach dem Tod ihres Mannes hat sie das verkauft und von dem Erlös hat sie sich Wertpapiere gekauft und von den Zinsen, die diese Papiere brachten, hat sie gelebt. Hatte sie immer viel Bargeld in der Wohnung? Das glaube ich nicht, Herr Zapf. Aber wenn Sie es genau wissen wollen, fragen Sie doch meinen Mann. Der hat Ihre Finanzen verwaltet, der weiß das ganz genau. Früher hat sie ihren Haushalt ganz allein gemacht. Bis vor ein paar Jahren, da hat sie mich gefragt, ob ich endlich ein wenig Arbeit abnehmen will. Da habe ich die Wohnung geputzt. Am Montag und am Donnerstag, jeweils 2 Stunden am Vormittag. Können Sie mir sagen, Frau Fischer, ob hier irgendwas fehlt? Dieser Unordnung? Großer Gott, wie soll man das feststellen? Guten Tag. Guten Tag, vielleicht. Ja, was macht die Polizei hier? Was ist denn los? Sie wissen es noch nicht. Was? Ja, was passiert ist. Was denn passiert?
Ja, ihre Tante ist tot, ermordet. Herr Zapf? Ja? Herr Zapf? In der Kommode, da liegt unter einem Stapel Taschentücher ein Portemonnaie, Inhalt eine Mark 70. Aha. Also der Täter scheint sich nur für Bargeld interessiert zu haben. Denn daneben, in derselben Schublade, da liegt noch eine Etui mit drei Ringen und einer Brosche. Also die Brosche, die schätze ich auf über 1000 Mark. Und auch die Ringe sind nicht übel. Donnerwetter. Schloss? Ja, bitte. Das ist der Herr Leicht. Aha. Der ist eben erst gekommen. Tag, Herr Leicht. Das ist Herr Zapf, mein Chef. Ja, Sie sind ja der Neffe. Sie haben gehört, was passiert ist. Ja, entsetzlich. Ja. Wann haben Sie Ihre Tante denn zum letzten Mal gesehen? Gestern am späten Nachmittag. Aha. Da wissen Sie die genaue Uhrzeit zufällig. Ja, ja, das war gegen 18 Uhr. Hat die Ihr Besucher einen besonderen Grund? Ja, ich habe Geld gebracht. Was denn für Geld? Geld von Ihrem Konto. Ich verwalte sozusagen Ihr Vermögen, das mache ich seit über 10 Jahren. Also ich erledige alle Geschäfte für Sie. Wenn sie mal Geld gebraucht hat, dann hat sie es mir gesagt. Dann fuhr ich zur Sparkasse und hob die gewünschte Summe ab. Und wie viel haben Sie ihr gestern gegeben? 400 Mark. Ah, und was hat sie damit gemacht? Die 400 Mark hat sie in ihren Geldbeutel gesteckt. Wie lange waren Sie denn gestern bei Ihrer Tante? Wie lange? Ungefähr 10 Minuten. Mhm. Können Sie sich noch erinnern, worüber Sie miteinander gesprochen haben? Worüber? Nur belanglose Dinge. Aha. Na ja, dann wollen wir mal reingehen, Herr Leicht, und nachsehen, ob irgendetwas fehlt, ja? Bitteschön. Meine Fingerabdrücke auch? Mhm. Wozu brauchen Sie die denn? Schauen Sie, Herr Fischer, wir haben in dem Raum da so viele Fingerabdrücke gefunden. Wie soll man denn feststellen, welche dem Täter gehört, wenn wir Ihre nicht kennen? Oder sind Sie polizeilich, fingerabdrücklich schon registriert? Aber nein, natürlich nicht. Also, wir haben Sie jetzt. Dankeschön, Sie können es sich selber machen. Bitte, Backmeister, Herr Fischer. Kommen Sie her. Herr Leicht, wer war denn in den letzten Tagen noch hier in der Wohnung der Tante? Ich glaube, niemand. Gestern war Ihre Schwester hier. Ach ja, richtig, meine Schwester. Aha. Weshalb war die hier? Das weiß ich nicht. Ich bin ihr nicht begegnet. Ich habe am Abend erfahren, dass sie hier gewesen ist. Ja, geben Sie mir mal die Anschrift Ihrer Schwester. Annie Pfeiffer. Pfeiffer. Launstadt. Launstadt 3. Schützenstraße 74. Schützenstraße 74. Ihr Mann hat eine Gärtnerei. Ah ja. Dankeschön. 74. 74. Herr Leicht? Ja. Können Sie schon kommen? Wer hat denn einen Schlüssel zu der Wohnung hier? Ich glaube niemand. Was, Sie auch nicht, Frau Fischer? Nein, wenn ich zum Putzen kam, habe ich immer geklingelt. Herr Leicht, was haben Sie gestern Abend gemacht? Ich war mit meiner Frau im Kino. So, jetzt bitte die linke Hand. Ah ja, wann sind Sie denn da weggegangen? Etwa um 3:15. Und wann sind Sie wiedergekommen? Gut, es war ziemlich spät. Es war etwa 12:30. Wir haben nämlich nach dem Kino noch ein Bier getrunken. Ah ja. Ja, dann war ja Ihre Tante gestern Abend ganz allein im Haus. So muss es sein. Danke, Herr Leicht. Was haben Sie denn in der Nachbarschaft erfahren? Überhaupt nichts. Na, das ist nicht viel, das müssen Sie zugeben. Niemand hat gehört, dass ein Fenster eingeschlagen wurde und den Täter hat auch kein Mensch gesehen. Ich konnte fragen, so viel ich wollte. Die Leute haben nur mit dem Kopf geschüttelt. Haben Sie sich auch über die alte Dame erkundigt? Naja, natürlich. Sie galt als nicht sehr, sehr ängstlich, lebte sehr zurückgezogen. Ein paar Nachbarn haben gesagt, sie sei ziemlich geizig gewesen. Sie war jemand, der zum Beispiel niemals einen Groschen Trinkgeld gab. Ja, solche Schotten soll es geben. Ja, aber in einem Punkt waren sich alle einig. Sie war eine angenehme Nachbarin. Sie hat auch für Klatsch und sowas nie was übrig gehabt. Naja, jedenfalls eine harmlose alte Frau, die nie jemand was zu Leide tat. Ja, Schürsch. Ja. Dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Ja, naja, Max, ich weiß nicht recht. Du willst doch nicht etwa... Naja, was heißt wollen? Hast du nicht gesagt, dass wegen der Geschichte in dir Mühl, dass du da deinen Urlaub unterbrechen musst? Ja, muss es aber nicht, besser, aber auch du bist entbehrlich. Schau, bin ja ich noch da und unser Musterschüler. Naja, das ist ja nicht deswegen, Max. Das ist nur, meine, was soll denn das für ein Urlaub werden mit einem unaufgeklärten Raubmord im Nacken? Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Da kann man doch nicht in Ruhe dann spazieren gehen, naja, wandern, sich erholen, ausruhen. Naja, genau, du hängst den ganzen Tag am Telefon nicht und möchtest hören, wie wir weiterkommen, oder? Ja, sicherlich. Ja. Also dann, bis morgen, Schorsch. Bis morgen, Max. Wiedersehen, Herr Jung. Grüß deine Frau von mir. Ja, wenn ich zu Wort komme, gern. Warte mich, ich gehe mit. Ja. Ja, das stimmt schon, Herr Zapf. Ich war bei meiner Tante so am frühen Nachmittag. Ich hatte in Dömühl zu tun und da habe ich einen Besuch gemacht und ein paar Blumen gebracht. Ja. Haben Sie Ihre Tante regelmäßig besucht? Ja, mindestens einmal in der Woche. Hatte großen Wert darauf gelegt.
Wenn ich einmal längere Zeit nicht da war, dann hat sie mir das direkt übel genommen. Das wollten Sie natürlich vermeiden. Ach Gott. Wenn man einer alten Frau noch eine Freude machen kann. Ja. Herr Leicht und Sie, Sie sind die einzigen Hinterbliebenen, nicht wahr? Ja. Da sind Sie ja wahrscheinlich auch die einzigen Erben. Ja. Ist die Erbschaft erheblich? Ja, meine Tante war ziemlich vermögend. Können Sie schon irgendwelche Zahlen nennen? Also so genau kann ich Ihnen das wirklich nicht sagen. Da müssen Sie schon meinen Bruder fragen. Ja, das will ich auch. Und ich möchte Sie bitten, mit uns nach Dürmühl zu kommen, Frau Frey. Jo, wenn es unbedingt sein muss. Das wäre schon gut. Ja, dann ziehe ich mir nur was über. Bitte. Ja, kommt sie? Ja, ja, kommt die. Zieht sich bloß was an, Mantel oder so. Ich setze mich mal hinten hin. Wissen Sie, Herr Zapp, ich habe mir was überlegt. Und zwar, ich meine, wenn Sie sagen, dass es wahrscheinlich gar kein Raubmord war, so muss ich sagen, dass da doch eine Menge dafür spricht. Na, sehen Sie? Naja, abgesehen davon, dass es in der Wohnung zu unordentlich war. Ich meine, ich habe auch überhaupt kein Anzeichen dafür gefunden, dass die alte Frau sich gewehrt hätte. Da dringt nachts ein wildfremder Mann in ihre Wohnung ein und die leistet nicht mal Widerstand. Ja, was heißt denn hier nachts, Herr Jung? Und was heißt eindringen? Warum muss es unbedingt ein Mann gewesen sein? Sehen Sie mal, die Ermordete, die war 77 Jahre alt. Also viel Widerstand hätte die ja gar nicht leisten können. Auch da kommt sie jetzt. Reden wir mal von was anderem. Nein, ich habe nicht den Eindruck, als ob was fehlt, Herr Zapf. Ich kann mich natürlich irren. Sehen Sie, das sind die Blumen, die ich vorgestern gebracht habe. Ja, sieht fast so aus, als ob der Einbrecher etwas Bestimmtes gesucht hätte, nicht? Sonst hätte er doch die Schubfächer nicht entleert. Tja, es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. So, dann fragen wir mal. Fahrer Zapp. Ah, Herr Gerler. Ja. Kann ich Sie was fragen? Ja, bitte. Könnte man annehmen, der Täter hat geglaubt, er ist allein in der Wohnung. Ja? Warum nicht? Und jetzt sucht er nach Geld, hört plötzlich ein Geräusch, dreht sich um und die alte Dame steht vor ihm. Kannst du gewesen sein? Kommen Sie gerade mal zum Wagen. Wäre natürlich möglich. Ja, und da verstehe ich eins nicht. Warum hat er sie getötet? Naja, ich meine, wenn er von ihr überrascht wurde, da hätte er doch fliehen können oder er hätte sie einschüchtern können, überwältigen, vielleicht auch niederschlagen. Ja. Aber er hat sie mit dem Kissen erstickt. Ja. Hat aus zum kleinen Einbruch einen Raubmord gemacht. Wissen Sie, was ich denke, Herr Zappel? Er glaubt, er muss sie umbringen, weil sie ihn gekannt hat. Ach so, ja, das ist nicht ausgeschlossen, Herr Gerner. Sehen Sie. Ach bitte, wenn es was Neues gibt, rufen Sie uns an in der Redaktion. Ja. Also mich oder Kollegen Höfer. Gut. Meine Urlaubsvertretung, ich fahre nämlich zum Tauchen. Ach, Sie wissen ja, die Haare. Waren Sie heuer schon? Na, heuer wird's Herbst. Was? Wie weit seid ihr denn? Na, Schorsch, es sieht so aus, als ob der Michael recht hat. So? Ja, jedenfalls haben wir bisher noch keine fremden Fingerabdrücke gefunden. Auch keine Anzeichen dafür, dass jemand Handschuhe benutzt hat. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass wir noch sehr viel finden werden. Also kein Raubmord? Dann glaube ich immer weniger, Herr Zapf. So? Tatsächlich? Na, es spricht doch so viel dafür, dass uns der Täter auf eine falsche Spur locken wollte. Deswegen hat er auch nach dem Mord die Scheibe eingeschlagen und die Schubladen auf den Boden gekippt. Mhm. Naja, also wenn es kein Raubmord war, was war es denn dann? Ja, die Frage kann ich auch noch nicht so beantworten. Wir müssten uns halt darum kümmern, wer alles von dem Tod der alten Frau Vorteile haben könnte. Ja, ist richtig. Ja, wir müssen feststellen, wie hoch der Nachlass ist und wer die Erben sind. Wenn Sie, der Herr Leicht hat ausgesagt, dass seine Tante hier in diesem Notariat ihr Testament gemacht hat. Das stimmt. Ja. Und in diesem Testament, sagt er, ist vorgesehen, dass er und seine Schwester je zur Hälfte erben. Was steht denn sonst noch in dem Testament? Nichts weiter. Nur das. Ob sie noch an einen Zusatz gedacht hat, das kann ich Ihnen nicht sagen, das müssen Sie den Herrn Notar fragen. Kann schon sein. Ach, wie kommen Sie denn darauf? Weil die alte Dame hier in der Kanzlei war, vor ein paar Wochen. Und mit dem Herrn Notar gesprochen hat. Worüber denn? Sagen Sie, worüber denn? Das weiß ich doch nicht. Das müssen Sie den Herrn Notar fragen. Ja, wann kommt er denn aus dem Urlaub? Mitte nächster Woche, am 26. Naja, aber er muss doch telefonisch zu erreichen sein. Nein. Ja, es gibt's doch nicht. Ist doch überall Telefon. Wo ist er denn? Er ist in Polen, in den Karpaten, auf Bärenjagd. Tag, Frau Leicht. Sie sind's. Ja. Ich habe Schritte gehört, da wollte ich mal nachsehen, wer da ins Haus gekommen ist. Ja, ich gehe gleich wieder. Ich wollte mich nur mal ein bisschen umsehen.
Wie weit sind Sie denn mit Ihren Ermittlungen? Haben Sie schon eine Spur? Nein, noch keine. Was ich Sie fragen wollte, Frau Leicht, haben Sie mit irgendjemandem darüber gesprochen, dass Sie an dem Abend mit Ihrem Mann ins Kino gehen wollten? Kann mich nicht erinnern. Weshalb? Ja, weil mich jeder interessiert, der wusste, dass die Tante allein im Hause war. Ach so. Wer hat denn den Vorschlag gemacht, ins Kino zu gehen? Ach, das war eine Idee von meinem Mann. Als wir beim Abendessen saßen, da hat er erzählt, dass hier ein schwedischer Film läuft und dass sie im Lehrerkollegium darüber geredet haben. Den wollte er gern sehen, hat er gesagt. War der Film gut? Oh nein, nicht so, wie wir dachten. War ein bisschen enttäuscht. Also wenn du jetzt eine Bollbus-Zesten gesagt, dann wird man schlecht, Schorsch. Ja, also wenn du uns jetzt erstmal sagst, was du über die Frau Pfeiffer erfahren hast, dann kriegst du auch was zu essen. Nur Positives, Schorsch. Na, dann sei nicht so Maulfrau. Ein bisschen mehr Einzelheiten, wenn ich bitten darf. Die Frau ist seit über 25 Jahren glücklich verheiratet, hat zwei Kinder, die sind selber schon wieder verheiratet, hätte den besten Familienverhältnis, guter Ruf, sowohl geschäftlich als auch privat. Und ihr Mann sitzt seit über 10 Jahren im Stadtrat. Nachteilig ist nicht bekannt. Ja. Ach du, hier. Da ist Russ, ja. Gehen wir gleich ins Boot raus. Noch aus, nee. Ja, fahr mal rein. Versprochen ist besprochen. Okay. Jawohl. Wie weit sind Sie denn mit Ihren Recherchen gekommen? Ja, also der Bruder ist das gleiche Musterexemplar. Ja, natürlich, ja, ja. Also ich schaue noch am nächsten, mir fällt schon der Morgen aus. Ah, ja. Das, Wirt? Also, ein beliebter und anerkannter Lehrer, von den Kollegen sehr geschätzt, Mitglied zahlloser Vereine, Vorstand des Gesangsvereins. Sein Hobby ist das Auto, das er mindestens zweimal in der Woche wäscht und poliert, eigenhändig. Er ist ungefähr 30 Jahre verheiratet, der Ruf ist tadellos und der seiner Frau nicht weniger. Also ich habe niemanden getroffen, der ihm auch nur im Entferntesten irgendeine krumme Sache zutraut. Ja, aber trotzdem, also ich weiß nicht. Wo ist trotzdem, Josh? Ja, ich meine, wo sollen wir denn sonst suchen? Wo denn? Frag mich was Leichtes. Was hast du zum Essen bestellt? Das ist eine Überraschung. Da bin ich gespannt. Wenn man davon ausgeht, dass wir keine... So, bitte. Danke. Dass wir keine fremden Fingerabdrücke gefunden haben. Und auch sonst überhaupt kein Zeichen dafür, dass irgendwie eine fremde Person in der Wohnung war. Dann bleiben doch eigentlich nur vier Verdächtige übrig. Das Ehepaar Leicht, die Schwester und die Putzfrau. Ja, was hat denn der Dr. Klein gesagt? Sie littern... Angina pectoris. Ja, ja. Er sagt, es ist überhaupt ein Wunder, dass sie so alt geworden ist. Ja, dann interessiert mich eigentlich nur eine Frage, nicht wahr? Was gab es für einen Grund, eine alte Frau zu töten, deren Tod in absehbarer Zeit sowieso zu erwarten war? Wenn ich dazu mal was sagen darf, also ich glaube eigentlich, dass der Leicht mit dem Geld seiner Tante irgendwie krumme Sachen gemacht hat. Und die alte Dame ist ihm auf die Schliche gekommen und hat möglicherweise sogar gedroht, ihn zu enterben. Ja, das klingt gar nicht unlogisch, Herr Jung. Aber Michi... Kannst du das beweisen? Naja, jedenfalls glaube ich, dass uns der Notar da was Interessantes sagen könnte. Ja, der kommt erst am 26. wieder zurück vom Urlaub. Ich weiß nicht, für mich ist es so, wenn eine Frau in so hohem Alter das Testament noch ändern will, dann hat sie bloß ein Interesse. Welches? Auch der Kirche was zukommen zu lassen. Ja, also, wenn die alte Frau tatsächlich das Testament hat ändern wollen, dann hat sie bestimmt nicht den Neffen und die Nichte darüber informiert. Aber nehmen wir trotzdem mal an, es wäre der Fall gewesen. Ich halte den Leicht und die Pfeiffer nicht für Leute, die deswegen eine alte Frau umbringen. Die Rufe kommen. Ja, Herr Holzmüller. Ich habe die Absicht, am Wochenende eine Aufstellung zu machen. Über den gesamten Nachlass. Das verlangt das Gericht. Das ist notwendig für den Erbschein. Ja, ich weiß, aber vorher müssen wir noch die Konten kontrollieren. Konten kontrollieren? Da Ihre Tante keines natürlichen Todes gestorben ist, ist eine Prüfung unumgänglich. Und deswegen hätten wir Sie gebeten, Sie sollen uns eine Vollmacht geben. Was ist denn für eine Vollmacht? Naja, Sie entbinden die Bank vom Bankgeheimnis. Schauen Sie her, da habe ich das hier. Und zwar bräuchte ich das vom Konto Ihrer Tante und von Ihrem eigenen Konto. Von meinem Konto auch? Ja, Sie waren doch sowas Ähnliches wie ein Vermögensverwalter Ihrer Tante, nicht? Ja. Und da ist es unsere Pflicht, die Abrechnungen zu kontrollieren. Eine Prüfung Ihres Kontos würde unsere Arbeit sehr erleichtern. Das dient alles nur zu Ihrer Entlastung. Ja, nun gut. Sind Sie hier vielleicht zu schauen? Ja. Aber was die Vertraulichkeit betrifft, Herr Holzmann, so hoffe ich das. In dieser Richtung brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Hm. Entschuldigung, ich muss jetzt nicht lachen. Ja, ich verstehe. Ich danke recht schön, Herr Leicht. Bitte schön. Auf Wiedersehen. Ja, also was ist nun? Herr Zapf, alles in Ordnung. Ich habe die letzten 5 Jahre überprüft. Posten für Posten.
Nirgends eine Unregelmäßigkeit. Nicht das geringste Zeichen dafür. Ach, naja, ich dachte... Herzhaft, ich habe mich die letzten 3 Tage mit nichts anderem beschäftigt und Sie dürfen mir schon glauben, dass ich... Das glaube ich Ihnen ja, dass Sie das alles ganz genau kontrolliert haben, ganz gewissenhaft. Das bestreite ich ja gar nicht, ziehe ich ja gar nicht in Zweifel. Das ist doch so. Ich habe einen Verdacht, nicht wahr? Und dem gehe ich nach. Wenn sich herausstellen sollte, dass ich mich geirrt habe, dann sehe ich eben ganz finster. Da weiß ich nicht, wo ich weitersuchen soll. Die Verhandlung hat ja bis jetzt nichts ergeben. Ich glaube auch nicht, dass da noch was kommt. Wie hoch ist denn das Vermögen? Rund 220.000. Voller Hand. Ja, vor ein paar Jahren war es noch wesentlich höher, nämlich etwa 320.000. Aber in letzter Zeit war die Tendenz an der Börse ein bisschen ungünstig. Die Kursschwankungen, die waren enorm. Das habe ich mir auch erst sagen lassen. Zum Beispiel mit, mit Investmentpapieren. Da wurde viel Geld verloren. Kann mir nicht passieren. Ich habe nur ein Sparbuch und da ist fast nichts drauf. Kannst du immer ruhig schlafen, nicht? Ja. Ja, also Herr Jung, wie war das nochmal? Der Leicht, der hatte Konto voll mal, nicht wahr? Ja. Konnte also jede Summe abheben? Ja, theoretisch schon, ja. Wie ging denn diese Abhebung vor sich? Er ist zur Bank gegangen, hat Geld abgehoben, beispielsweise 400 Mark, dann quittiert. Und dann hat er seiner Tante ausgehändigt und hat sich das wiederum quittieren lassen. Das war in ein Heft, das habe ich hier da, das hat er mir gezeigt und gegeben. Ja, wurde regelmäßig Geld abgehoben? Ganz regelmäßig, also fast jeden Monat dieselbe Summe. Auch mal eine größere Summe, außer der Reihe? Nee, das nie. Was für... Kontenbewegungen gab es denn sonst noch? Ja, dann und wann hat er Wertpapiere veräußert und von dem Erlös hat er dann andere erworben. Also über diese Geschäftsvorgänge, da liegen die Kauf- und Verkaufsabrechnungen bei der Bank vor. Das ist alles einwandfrei. Wenn Bezugsrechte anfielen, dann wurden die veräußert. Jede Veräußerung ist belegt und verbucht. Also wie gesagt, alles mustergültig. Man merkt, dass der Herr Leicht von Beruf Lehrer ist. Denn wenn ich seine Arbeit irgendwie benoten müsste, würde ich sagen, 1 mit Stern. Das sagen Sie? Obgleich unter der Geschäftsleitung von Herrn Leicht das Vermögen von Frau B. zurückgegangen ist. Wesentlich sogar, haben Sie vorhin gesagt. Ja, mein Gott, Herr Zapf, bei Spekulationen auf dem Wertpapiermarkt, da ist alles drin. Das habe ich mir sagen lassen, nicht? Mal rauf und mal runter. 100.000 Mark, das ist kein Pappenstiel. Den Unterschied möchte ich ja wir spielen können. Ja, schon, aber Sie haben doch selbst gesagt, dass Sie dem Leicht deswegen keinen Mord zutrauen. Na ja, das habe ich... Was hast du gesagt, Josh? Naja, der Leicht soll jede Woche für mindestens 100 Mark im Lotto und Poker gespielt haben. Außerdem soll er es versucht haben, sich Geld zu lassen. So, woher wissen Sie denn das? Oh Gott, die Leute reden halt drüber. Kinder, quatsch nicht so herum. Das heißt, die Leute, können Sie nicht Namen nennen? Ja, einer heißt Schmidt. Schmidt? Ja, der Schachschmidt. Ach, Schachschmidt, das ist ein Pensionär. So. Ja. Älterer Herr mit Glatze, ne? Genau der. Ja. Sie kennen ihn? Ja, erraten wir. Ja. Nette Kinder haben Sie. Ja. Ruhig, ja? Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Zapf. Guten Tag. Danke, Herr Schmidt. Was machen Sie denn hier? Wollen Sie auch eine Partie spielen? So viel Zeit habe ich leider nicht. Ich möchte mich bloß ein paar Minuten mit Ihnen unterhalten, wenn es geht. Jetzt? Ja, ich wäre Ihnen sehr dankbar. Ja. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Ich komme gleich wieder. Ja, also, was wünschen Sie, Herr Zapf, bitte? Ich möchte gerne eine Auskunft von Ihnen, Herr Schmidt. Über wen denn schon wieder? Sie haben doch von dem Fall in Dürrmühl gehört, ne? Von dem Raubmord? Ja, genau. Man hat mir erzählt, dass Sie den Neffen der Toten sehr gut kennen. Ja, das stimmt. Seit wann kennen Sie ihn vielleicht? Lange Zeit, seit über 20 Jahren. Wir waren doch Kollegen. Ach, Sie waren Kollegen? Ja, ich war da an der Volksschule in Dürrmühl. Ach, wussten Sie das nicht? Nein, das wusste ich nicht. Ja? Der schlechte Dame auf die 7. Ja, dann schlage ich mit dem Springer die Dame. Aber Sie werden doch nicht im Ernst glauben, dass unser Leicht mit dem Raubmord etwas zu tun hat. Ach, das halten Sie für ganz unmöglich. Otto ist ein grundanständiger Kerl. Ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals etwas Unkorrektes gemacht hat. Wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Aber dass ich hier sitze, Herr Schmidt, das hat einen konkreten Grund. Herr Leicht war in den letzten Wochen nämlich in Geldverlegenheit. Allerdings. Ach, was wissen Sie denn darüber? Nicht viel. Nur, dass er versucht hat, mich anzupumpen. Wann war denn das? Ja, schon vor einem Monat. Aha. Welche Summe wollte er sich denn leihen? 20.000. 20.000? Haben Sie ihn gefragt, wofür er das Geld braucht? Ja, selbstverständlich habe ich das gefragt. Was hat er denn gesagt? Nichts Konkretes. Er hat gesagt, ich habe eine Riesendummheit gemacht, die größte Dummheit meines Lebens.
Die muss ich jetzt ausbügeln. Hans? Ja? Er zieht den Springer nach F5. Dann mache ich die kurze Rochade. Haben Sie ihm das Geld gegeben? Nein. Darf ich fragen, warum nicht? Meine Tochter und mein Schwiegersohn wollen sich ein Haus bauen und haben mir versprochen, ihnen zu helfen. Hans? Ja? Er gibt mir die Springer Schach auf E7. Oh, jetzt wird's gefährlich. Ja, ich will Sie nicht weiter aufhalten. Vielen Dank. Ja, nicht zu danken. Auf Wiedersehen. Ja, guten Tag, Herr Zapp. Machen Sie denn hier? Kann ich Sie mal einen Moment sprechen? Ja, natürlich. Wollen Sie mit mir nach Hause? Nein, aber ich kann Sie ein Stückchen begleiten. Ja. Ich habe hier im Grunde nur eine einzige Frage. Herr Leicht, wozu haben Sie kürzlich 20.000 Mark gebraucht? Wie bitte? Ja, Sie haben vor ungefähr einem Monat haben Sie versucht, sich 20.000 Mark zu leihen, und zwar von Ihrem früheren Kollegen, dem Herrn Schmidt. Wozu haben Sie diese 20.000 Mark gebraucht? Ich verstehe nicht recht. Soll das bedeuten, dass Sie mich etwa verdächtigen? Ach, wow, das ist ja nur eine Frage. Das ist einfach eine Frage. Ja, aber hinter dieser Frage, da steckt doch... Ja, die Neugier eines Kriminalbeamten. Und darum frage ich nochmal, wozu haben Sie diese 20.000 Mark gebraucht? Wollen wir einen neuen Wagen kaufen. Ach, 20.000 Mark? Braucht das denn ein Lehrer? Warum nicht? Ich liebe Autos. Aber Sie haben doch schon einen Wagen, ne? Ja. Wie alt ist der denn? Das ist 2 bis 3 Jahre alt. Das ist doch noch wie neu. Ja, aber ich wollte ein anderes Modell haben. Ach, Sie wollten? Ja. Also Sie haben aber kein anderes Modell gekauft? Nein. Warum denn nicht? Warum? Ich habe in der Zeitung gelesen, dass ein neues Modell rauskommt, und da habe ich mir gesagt, ich warte eben so lange. Ach so. Naja, aber Sie haben da sicher schon vorsorglich Kaufverhandlungen geführt. Wo wollten Sie denn das Auto kaufen? Nein, ich habe keine Kaufverhandlungen geführt. Ich muss jetzt unbedingt dringend nach Hause. Haben Sie noch Fragen? Auf Wiedersehen. Herr Leicht hat von der Bankvollmacht, die ihm seine Tante gegeben hat, über das erlaubte Maß hinaus Gebrauch gemacht. Er hat mit Ihrem Geld spekuliert und ist dabei natürlich auf die Nase gefallen. Wie Sie bei Ihren Prüfungen gemerkt haben werden, ist das Vermögen von Jahr zu Jahr kleiner geworden. Ja. Die Kursverluste betrugen in den letzten 4 Jahren etwa 100.000 Mark. Das entspricht einem Drittel des Gesamtvermögens. Nun, als die alte Dame dieser Sache auf die Spur kam, war sie natürlich außer sich. Sie kam zu mir und sagte, ich zeige ihn an, ich enterbe ihn. Ich konnte das gut verstehen. Sie hat mit ihrem Mann ein Schuhgeschäft aufgebaut, hat 40 Jahre hart gearbeitet und hat Zeit ihres Lebens sehr sparsam gewirtschaftet. Sie wollen also damit sagen, dass die alte Frau Betz mit dem Gedanken gespielt hat, ihren Neffen anzuzeigen? Ja. Sie fühlte sich hintergangen, sie war wütend und aufgebracht, dass jemand ihr Vertrauen so missbrauchen könnte. Und ich sagte zu ihr, geben Sie ihm eine Chance. Und hat sie auf Ihren Rat gehört? Ja, nach vielem Wenn und Aber. Ich musste lange auf sie einreden. Aber ich hielt es für richtig, dass sie ihrem Neffen die Möglichkeit geben sollte, den Schaden wieder gut zu machen. Ja, Herr Leicht ist schließlich im Staatsdienst. Und eine Klage wegen Schadenersatz. Sie können sich vorstellen, was das für Konsequenzen gehabt hätte. Zapf? Herr Jung möchte Sie dringend sprechen. Ja, bitte? Zapf? Herr Zapf, ich komme gerade von dem Notar. Leicht muss in einer schlimmen Klemme gewesen sein. Die alte Frau Betz wollte ihn vor Gericht bringen, wegen Unterschlagung. Er muss in Panik gewesen Moment mal. Sein. Ich melde mich wieder. Sie hätten sich nicht bemühen müssen, Herr Zapf. Wenn Sie befürchtet haben, Selbstmord wäre der einzige Ausweg für mich. Ohne Herr Zapf. So einfach mache ich es mir nicht. Ich habe nur noch mal über alles nachdenken wollen. Und ich habe viel nachgedacht in den letzten Tagen. Ich wäre jetzt anschließend sowieso zu Ihnen gekommen. Ich habe Ihnen vorhin nicht die Wahrheit gesagt, aber das haben Sie sicher gemerkt. Ich bin nicht sehr geschickt im Lügen, aber wusste gleich, dass Sie mich durchschaut haben. Ich wollte Sie nicht töten. Ich habe mir nicht anders zu helfen gewusst. Ja, kommen Sie bitte mit, Herr Leicht. Wissen Sie,
Vor 2 Jahren war es. Da kamen 2 Herren von einer Investmentgesellschaft zu mir. Sie nannten mich einen Dummkopf, der sein Geld in Pfandbriefen zu 6% anlegt. Es waren 2 junge, tüchtige Leute, schien mir. Geben Sie uns das Geld, sagten Sie, bei uns kriegen Sie 20% Zinsen, 20%. Ich habe mich schließlich überreden lassen. Habe einen ziemlichen Teil der Pfandbriefe meiner Tante verkauft und den Erlös in Investmentpapieren angelegt. Ohne Ihre Tante darüber zu informieren? Ja, von der Rendite wollte ich ihr 10% lassen. Das sind immerhin 4% mehr, als sie von den Pfandbriefen hatte. 10% wollte ich für mich behalten. Ich hatte ein Recht darauf, Herr Zapf, denn jahrelang hatte ich der Frau alle Probleme abgenommen, ihr die Geschäfte geführt. Nie habe ich einen Pfennig dafür bekommen. Immer nur der Hinweis, du wirst eines Tages ja sowieso alles erben, zusammen mit der Annie. Ich wollte mich ja nicht unrechtmäßig bereichern. Naja, und dann kamen die verhängnisvollen Kursstürze, nicht wahr? Die Papiere fielen erst ein bisschen, dann um die Hälfte und dann schließlich immer mehr. So war es doch. Haben Sie auch mit Investments? Nein, nein, ich habe das nur in der Zeitung gelesen. Tja, Herr Leich, da steigen wir ein. Vermögensteuererklärung war fällig. Es fehlten 100.000 Mark. Das war entsetzlich. Ich habe mir einen Ruck gegeben. Habe der Tante alles gestanden. Ich wollte für den Schaden aufkommen. Doch sie sagte nur, was? Von deinem Lehrergehalt? Da zahlst du ja noch in 20 Jahren ab. Da bin ich ja längst unter der Erde. Aber darauf wartet ihr ja bloß. Sie hat mich gar nicht angehört. Sie ist sofort zum Rechtsanwalt. Warum hat sie Ihnen keine Chance gegeben? Doch, das hat sie getan. Ein Vierteljahr hat sie mir gegeben. Woher nimmt ein Mensch wie ich in der heutigen Zeit so schnell 100.000 Mark, Herr Fragis? Warum wollte sie nur vor Gericht? Warum die Anzeige? Warum wollte sie mich ruinieren? Ich habe ihr doch gar nichts getan. Sind der 200.000 Mark für eine Frau von 77 Jahren nicht genug? Er ist schon ein Fuchs, unser Landermittler. Und es war nicht sein letzter Fall hierbei. Hör mal zu. Danke für dein Like und danke, dass du uns immer wieder besuchst. Immer schön retro bleiben und fröhlich.